Hallo Jung und Alt, hier ist wieder das Stempelmarile mit einer Anleitung für jedermann. Heute habe ich dir eine Geburtstagskarte mitgebracht. Je nachdem, welchen Spruch du hier stempelst, kannst du die natürlich variieren für jeden Anlass. Und das Besondere ist diese Streifentechnik, Scrap-Technik, die man wunderbar nutzen kann, um seine Restchen aufzubrauchen. Und es sammelt sich ja immer übers Jahr ein bisschen was an. Oder nicht mal übers Jahr, über einen kurzen Zeitraum. Und ich bin so jemand, ich kann da ganz schwer wegschmeißen und sammle das immer fleißig. Und das ist jetzt eine ganz gute Möglichkeit, diese schönen Streifen, das schöne Designerpapier noch zu nutzen. Ich suche mir dann immer ein bisschen farblich passendes Papier zusammen und mache dann eben so eine Karte draus. Und das möchte ich dir heute zeigen. Hier habe ich ein bisschen eine buntere Karte gemacht. Wir werden jetzt gleich eine eher schicke Karte machen, sage ich jetzt mal so. Ich habe mir aus meinen Resten ganz viel so Gold- und Silberpapier rausgesucht. Alles Mögliche, was ich da noch hatte. Also das ist jetzt jede Menge. Das werden wir alles gar nicht brauchen. Und da werde ich mir jetzt gleich mal ein paar Streifen zurechtschneiden, die ich dann aneinander setzen kann. Das muss man nicht zwingend machen. Ich habe auch schon Karten gemacht, wo ich einfach verschiedene Stückchen genommen habe und versucht habe, aneinander zu legen, aufzufüllen, je nachdem. Also das ist jetzt ein bisschen großes Stück, aber so, dass man die dann so aneinander setzt. Das sieht auch schön aus, dann hat man halt nicht so einen ganz geschlossenen Hintergrund, sondern dann blitzt ein bisschen der Hintergrund hervor, auf den man geklebt hat. Ich habe diesmal eine kleine Karte genommen. Die hat ja normalerweise die Maße 9 x 12,8. Und um die mit dem Hintergrund zu versehen, schneide ich mir als erstes ein Stück Papier zurecht, in den Maßen 8,8 x 12,6, also minimal kleiner als meine Karte. Du kannst da eigentlich irgendein Restchen nehmen, wenn du möchtest. Oder du nimmst halt eins, das farblich ganz gut dazu passt. Weil vielleicht blitzt ja doch irgendwo ein Stückchen durch. Bei der Karte jetzt ja eher nicht, aber eben wenn du die Reste nicht als Streifen zurechtschneidest. Und dann ist es ganz schön, wenn der Karton einfach gut dazu passt. So, wenn du eine große Karte gestalten möchtest, die normalerweise die Maße 10,5 x 14,859 in dem Dreh hat, dann brauchst du das Tonpapier in 10,3 x 14,7. So, und jetzt nehme ich mir einfach meine Streifen hier, die ich verwenden möchte, und schneide mir die einfach ein bisschen schmaler. Es ist ganz gut, wenn du schon ein bisschen längere Streifen hast. Es ist nicht zwingend nötig, weil du brauchst auch mal kürzere Streifen an einer Stelle, aber je nachdem, wie schräg du die Streifen anlegst, kann es halt sein, dass du einfach ein bisschen längeren Streifen brauchst. So, ich will es gar nicht zu kunterbunt machen und zu viele verschiedene Papiere nehmen. Nehmen wir das noch. Das sind jetzt kürzere, die muss ich dann auch entsprechend da anlegen, wo noch Platz ist. Das zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Da ist noch so ein Stückchen. Das nehmen wir noch. So. Und das, glaube ich, reicht schon. Ansonsten schneiden wir nochmal nach. Ich arbeite hochformatig. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du möchtest, dass deine Streifen so lang laufen, wie auf dieser Karte. Oder andersrum. Ich mache es jetzt einfach mal andersrum, weil ich es bei der einen eben so rum hatte. Und dann fängst du an zu kleben.
Ich habe es jetzt einfach so gemacht. Ich habe, das kann man ja mal, das probiere ich jetzt mal aus, die andere Seite vom Tombow nehmen. Viele wissen nicht, dass der zwei Seiten hat. Der liegt nur bei mir immer genau andersrum in der Aufbewahrung. Und deswegen muss ich jetzt wieder ein bisschen drücken. Genau, dann hast du nämlich hier so eine breite Seite und kannst hier schön den Tombow verteilen. So. Die Ränder können wir ja nochmal mit der dünneren Seite nachziehen. So. Dann nehme ich mein kurzes Stückchen und lege das jetzt so an, dass die Ecke auf jeden Fall über den Rand schaut. Auf der anderen Seite ist das eh gegeben. Dann nehme ich das nächste, lege es an. So. Drück das immer ein bisschen fest. Ich nehme mal ein Stück silbernes Papier. Oh, schau, da habe ich schon einen Fehler gemacht. Ich möchte, dass es wirklich drüber schaut hier. Siehst du das? Diese Ecke? Die muss wirklich über den Rand gucken, weil sonst hast du später Löcher. So, wieder zu kurz. Ich muss aufpassen. So. Genau. Jetzt kannst du das unregelmäßig machen oder regelmäßig machen. Also wieder mit dem gleichen Streifen beginnen. Ich möchte das jetzt erstens gar nicht und zweitens ging es bei mir jetzt auch nicht, weil wie du siehst, der Streifen ist definitiv zu kurz. Ich kann den wieder relativ am Ende setzen. So, wie sieht viel Tombow? Also suche ich mir einfach die anderen Streifen. So, vielleicht passt er hier schon. Jawohl. So, jetzt fehlt mir ein kleines Eckchen. Das macht nichts. Also entweder nehme ich einfach ein Stückchen Papier hier noch. Oder ich hätte auch jetzt schon abschneiden können. So, dann brauchst du deine Schere. Dann drehen wir das Ganze um. Und schneiden da entlang. Dann hast du auch gleich wieder ganz viele Streifen übrig, die du wieder verwenden kannst. So. Et voilà. Und dann hast du schon einen Hintergrund gestaltet. Ich räume mal schnell ein bisschen die Streifen weg und die Restchen, dass wir sehen, wie es weitergeht. So. Jetzt habe ich hier ja so ein Guckloch gestaltet. Und da habe ich ein weißes Tonpapier verwendet in den Maßen 8 x 11,8. Oder wenn du es eben größer haben möchtest, dann 9,5 x 13,9. Das habe ich mir ausgestanzt mit einfach so einer runden Stanzform. Das ist, die hat hier so. Die ist bestickt quasi am Rand, aber das sieht man halt nur bei dem ausgestanzten Teil. Hier am Rand siehst du es jetzt gar nicht. So, und dann käme das schon so da drauf. Ja? Wir wollen das aber jetzt erst noch gestalten und dafür müssen wir erstmal unseren Spruch stempeln. Ich habe mir hier dieses große Wünscheset von Stamping Up ausgesucht. Ich liebe das einfach. Ich liebe diese riesigen Stempel. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil die manchmal ein bisschen batzen. Aber ansonsten finde ich diese Schriftzüge mega schön. Und zu diesen Stempeln passt dieses Stück weiße Papier in den Maßen 4 x 5,8. Wenn du jetzt natürlich andere Stempel hast oder eher einen schmalen, länglichen Spruch setzen möchtest, dann brauchst du andere Maße. Aber da traue ich dir doch zu, dass du das gut ohne mich hinbekommst. Auch wenn du jetzt die größere Karte nimmst, ne? Obwohl ich finde, da ist der Spruch sicher auch ausreichend. Gut, und dann habe ich ein helleres Stempelkissen, nämlich Savanne von Stampin' Up ist das. Stempel mein schönes
dünn geworden, das N hinten. Kann man noch ein bisschen nacharbeiten, hoffe ich. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Ja, nicht so richtig, dann drehen wir es um. Wenn du so Ränder hast vom Schneiden, ne? Also das kommt immer darauf an, wie rum man schneidet, dann kriegt man oft diese Ränder, wenn man es eben quasi die Rückseite verwenden möchte. Ich fahre die immer mit dem Falzbein so nach. Dann sind die glatt und dann fällt es gar nicht auf. So, jetzt aber. Whoop. Gut. Na, siehst du, jetzt habe ich gebatzt. Das gefällt mir nicht. Dann machen wir das nochmal schnell neu. Schneide ich mir nochmal so ein Stückchen zurecht. Das war in 4 mal 5,8. Ja, das sind die kleinen Dinge, die voll passieren, gell? Aber das ist ja nicht so schlimm. So, jetzt hoffen wir mal, dass ich einen Versuch noch brauche und wir es dann haben. So. Erzählen wir. Maria ist toll, Maria ist toll. Und dann muss das passen. Jawohl. So ein bisschen durchbrochen ist der ja eh. Also, auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich ihn stempel. Und dann habe ich mir so ein schönes Metallic-Stempelkissen noch ausgesucht. Von Encore. Oder wie man das ausspricht. Ich kann kein Französisch. Ich bin ein Lateiner. Encore, glaube ich, heißt das. In Satin Rosé. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn es irgendwie anders ausgesprochen wird. Und ich gerade zu so doof bin. Und dann habe ich mir ein paar Blütchen und Zweige ausgestanzt. Das ist ein ganz altes Stanzset, das heißt Petals and More Thin Lid Dies von Sizzix, passend zu einem Stamping Up Set. Blütentraum hieß das damals. Aber da gibt es ja so viele Möglichkeiten und so viele verschiedene Sets. Da hast du vielleicht ja auch was. Oder vielleicht hast du ja auch einfach gekaufte Blüten oder sowas. Die kann man ja auch wunderbar verwenden. Einfach, dass das so ein bisschen hier noch einen 3D-Effekt bekommt. Na, willst du halten? Ich habe schon klebrige Finger. Dann klebt immer alles am Finger anstatt auf dem Papier. So, und das klebe ich jetzt einmal so hinten dran. Und na, wie gesagt, klebrige Finger. Und einmal so vorne, dass es so ein bisschen durchspitzt. Jawohl. Und dann nehme ich Abstandshalter, damit der Spruch sich ein bisschen abhebt. Ich habe hier irgendwo welche rumfliegen gehabt. Finde ich jetzt natürlich wieder nicht. Dann nehmen wir einfach neue, kein Problem. Hier nochmal die Maße zum nebenher gucken und notieren. So. Und dann lösen wir das ab. Setzen unseren Spruch drauf und ich bin halt immer für Glitzi Glitzi. Also habe ich hier noch ein paar kleine Perlen, die habe ich ja hier auch drauf gesetzt in dem dunklen Rosa. Und hier setze ich die einfach in so einem Goldgelb drauf. Und wieder die Regel, as always. Eine ungerade Anzahl soll man nehmen. Das sieht optisch einfach schöner aus. So. Haben wir 7 Stück. Dann kleben wir uns das Ganze auf unseren schönen Hintergrund.
Und den Hintergrund kleben wir uns auf die Karte. Und et voilà, bist du fertig. So schnell geht das. Und wenn du eh dabei bist mit dieser Streifen-Scrap-Verarbeitungstechnik, kannst du gleich mehrere machen. Also ich mache das meistens, dass ich, wenn ich schon mal drüber bin, ganz viele Hintergründe mache. Zack, zack, zack. Ich lege mir die hin und dann mache ich die fertig. Das reicht auch. Du brauchst auch gar nicht dieses Guckfenster. Das reicht auch total, wenn du einfach auf den schönen Hintergrund irgendwie nur einen Spruch in die Ecke oder dergleichen setzt. Dann ist das auch eine mega schöne Sache. Braucht gar nicht mehr. Und du hast auf Vorrat Karten liegen, die du dann einfach bei Bedarf passend mit dem Spruch versehen kannst und hernehmen kannst zum Verschenken und Verschicken. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Schau auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort siehst du alle Karten und alle Werke, die ich mache. Ich habe eine ganz, ganz tolle Explosionsbox demnächst zu zeigen. Vielleicht mache ich da auch mal ein kleines Video dazu, wie man so eine Explosionsbox herstellt. Und dann freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.